So, Hallöchen. Ja, da bin ich wieder am Start und bah! Ja, wir sollen uns ja jetzt auf den Weg machen, den Vogel da platt zu machen. Und irgendwie kriege ich es gerade nicht gebacken. Von dem Da liegt das Teil. Dann gehen wir erstmal dahin. Ach, da. Okay. Eingesammelt. Ja. Wie gesagt, Weber könnte gerne reinschreiben: Oh, zeig uns das Einsammeln. Nein, wollen wir nicht sehen. Ist uns egal. Wie gesagt, die Teile braucht ihr. Von daher finde ich das schon eigentlich wichtig. Die Dinge einzusammeln. So, das nächste soll hier liegen. Okay. Wie gesagt, das andere war in dem Haus da. Na, wahrscheinlich hier drinnen, ne? Kann man hier rein? Nee. Auf der Polizist der Wache oder was? Nee, liegt einfach hier nur rum. Ja, dann mitnehmen und weg. So, wir haben mal wieder 12 Stück, das heißt wunderbar. Ich gucke mal gleichzeitig nochmal rein. Munition, ja, könnte man machen. Wie gesagt, leider diese Brandbomben gedünst, das ist immer irgendwie komisch. So, ich bin in Tech-4. Bin so ziemlich mit allem knapp. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Ich bin in Tech-4. Schick mir jemanden zum Bargeld abholen. Bin gleich da. Brauchst du irgendwas? Okay, zeig, was du auf Lager hast. So, erstmal hier schnell Munition. Zurück und erstmal auflösen. Sie haben dir nichts angeschlossen. Genau. Was wickeln wir heute aus? So. Damit wir auch gar nicht erst Kohle verlieren hier oder so. Wo ist mein Auto? Da ist mein Auto. So, und jetzt machen wir uns auf den Weg zu dem Vogel da. Warum soll ich eigentlich um den ganzen Block fahren, wenn ich hier auch hinfahren kann? Das soll mir erstmal einer erklären. So, erstmal hier rüber. Weil hier muss das Teil irgendwo liegen. Genau. Sorry. Und jetzt. Ja, hier rüber. So, und war jetzt. Pass auf. Da drüben war's. Was soll denn das, Mensch? Holen wir uns mal schnell eine Weste hier. Ich glaube nicht. So. Wir haben die Weste. Wir greifen jetzt an. Wir gehen jetzt auf Jagd. Sind wir ein bisschen equipped. Wie fangen wir am besten an hier? Ach, guck mal. Kann man nämlich knacken und zack. Das kann nichts Gutes sein. Ja, komm du mal her hier, mein Freund.
Bist jetzt erstmal der Erste, der jetzt hier leiden wird. Die ich mir jetzt hier vorknöpfe. Da reagiert gerade keiner. Na, komm her, komm her. Sehr schön. Richtig schön hier einen auf Agro machen. Typen hier platt machen. Na, komm her. Hier liegen Moneten rum. Mitnehmen. Hier liegen nochmal Moneten. Hier, mitnehmen. Ach so. Na, von wo kommst du? Von da, ne? Habe ich mir schon gedacht. Wir bleiben mal hier schön verstecken ein bisschen. Genau, so, damit haben wir die nächsten erledigt. Oh. Weg, 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 weg. Der Peter ist einfach verschwunden. Können wir eigentlich den da eliminieren? Genau, komm her. Ganz schön wehgetan, würde ich sagen. Legen wir mal lieber dahin. Müssen, glaube ich, den da platt machen. Und den da müssen wir überreden. Nigger, Ratten, Arschlochwichser! Was ist das für eine Ausdrucksweise, meine Damen und Herren hier? Finde ich aber nicht nett, dass der mich so beleidigt. Ich muss jetzt warten, weil das Problem ist, wenn ich hier, wenn der eine kommt. Ja, was, traust dich nicht oder was? Alle.
Oh. Ich hab ihn. Anwerben für 4000? Alter, die waren ja richtig teuer, die Jungs, wa? Du stehst jetzt vor einer Entscheidung, Kleiner. Du kannst für mich arbeiten, oder? Ja, ja, in Ordnung. Und jetzt Finger weg von mir. Aha. Bam, badam. Ja, wir haben es geschafft. Und Nummer uno. So, Geschäftsloyalität. Jeder Unterboss will sein Einkommen verbessern. Daher werden sie dir Waffen, Gefallen, Fahrzeugverbesserung und Dienste ihrer Verbündeten anbieten. Zudem wird dein Unterboss loyaler, wenn du ihm ein Geschäft zuteilst. Okay. Warte mal, das Viertel. Kann ich das jemanden anderen? Vito zuweisen, genau. Oder eben dem Vogel. Autodiebstahl. Hier kommt, der hat Erfahrung damit, würde ich sagen. Gimbalsberg. Kannst du mir ein paar Jungs aus deiner Crew für Tick vorschicken? Ich kenne genau die richtigen Jungs für diesen Job. Aber ich erwarte, dass du dich bei unserem nächsten Treffen daran erinnerst. Ja, ja, ich erwarte auch vieles. Weil der hat ja schon mit Autoschieberei zu tun. Wäre es ja sinnvoll, dass wir ihm das auch noch geben. So. Wer Sammy Robinson für den Drahtzieher beim Mardi Gras-Überfall hält, hat keine Ahnung. Dass er dabei war, heißt noch nicht, dass es seine Idee war. Und es gibt auch nicht den kleinsten Beweis dafür. Das Geld blieb verschwunden und Sammy hat sich nicht selbst in den Kopf geschossen und dann seine Bar angezündet. Es gibt nur einen Grund, warum man ihm das angedichtet hat. Seine Hautfarbe. Hey, Mr. Clay. Schon mal was von Autofahren und Alkohol gehört? Sie sollten nicht gleichzeitig fahren und trinken, sonst verschütten Sie noch den Drink. Der Spruch war gut. Sie dürfen nicht trinken, weil sonst verschütten Sie was. Ja, da hat er nicht unrecht, der gute Mann. So, erstmal hier, genau. Erstmal. So, C4-Ladung. Halte RB gedrückt und drücke wieder RB. Okay. Erstmal wieder ausrüsten. Nee. Für meine Knifte wieder. So, zweitens. Achso, Junior. I've been your customer for more years than you've been alive. Your daddy and I have known each other since 47. So, when I order a yellow De Leo cashmere, that's what I expected to get. I do not expect you to try and pawn off some red cashmere as if I were a child who doesn't know what he wants. Fix this immediately. Oh, würde ich sagen, klare Anweisung von der jungen Dame da. So, der Zettel bringt uns ja nichts mehr. So, der Vogel labert jetzt hier. Hier ist auch noch Moneten. Waffen, Medizinschrank, auch Medizinschrank. Da unten ist so ein Teilchen. Kann ich da unten eigentlich hin? Ja, kann ich scheinbar. Okay. Das sind nur die Medizinschränke und dann war's das, ne? So, wir müssen uns jetzt unterhalten hier, weil... Jetzt können wir was Neues machen, ne? Genau, Medizinschrank, Medizinschrank, da oben ist Waffenschrank. So, da würde ich sagen, erstmal her mit meinem Hobel. Wie, da liegt noch Geld rum? Ja, dann nehme ich das ja mit. Das lasse ich ja hier nicht verkommen. Ich lasse ja hier nicht Geld rumliegen. Wie? Achso, da liegt das. Erstmal rein in die gute Stube. Geld ist meine. Geld ist meine. Sicher sein. So, und dann müssen wir hier nochmal hin. Und
Hier liegt wohl auch noch was rum. Und das Wasser, ne? Ja, das Wasser. So. Und dann können wir jetzt abhauen. Wo ist mein Auto? Hier mein schönes Auto. Hier, da ist es. Da ist es. In den Samsung Opus da. Wieso liegt da nochmal Geld? Was ist denn das? Wo kommt das Geld auf einmal her wieder? Kann es sein, dass es hier liegt? Ja, sorry, das habe ich natürlich nicht gesehen. So, jetzt aber. Jetzt können wir los. Wir können uns auf den Weg machen zum nächsten Point. Beziehungsweise, wir können jetzt uns hier auf den Weg machen mit dem Schmuggel. Weil da freuen sich ja unsere Freunde hier. Und von daher werde ich da jetzt hindüsen. Außer. So, meine Damen und Herren, ich hoffe mal, die Folge hat für euch immer gefallen. Ihr wisst ja, wie es geht. Mit Kommentare, Like und Abo. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr so vorgeht, wie es euch gefällt. Und ansonsten danke ich fürs Einschalten, fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal und bis denne.